Er ist unglaublich erfolgreich. Er ist wunderschön. Ein Bild von ihm zeigt ihn hier mit einer Kaffeetasse. Ja? Das ist er hier in der Mitte. Meine Damen und Herren, begrüßt ihr den einzigartigen Christoph Maria Herbst. Entschuldigung, Riesensauerei. Ja, das war keine Absicht. Das war dein Glas. Ja. Das wäre dein Glas gewesen. Entschuldige bitte. Macht nichts, ich habe ja... Soll ich noch mal reinkommen? Nein. Dann wäre die Sauerei vielleicht auch doppelt so groß. So. Ich danke dir. Du hast es umgekippt, deswegen machst du es auch wieder weg. Was kann ich sonst tun, als hier feucht durchwischen? Nein, mach's weg. Guck, sonst läuft es nachher hier noch irgendwo ja, rein. Ja, ist ja kein Grund, mich anzuschreien. Ja. Soll ich dir helfen? Nein. Du lässt ja gerne putzen. So, soll ich das noch dazu gießen? Oder? Nein. Nein. Wenn mich, Sie sich jemals gefragt haben, was der feine Herr Raab da überhaupt trinkt, es ist tatsächlich Wasser. So sieht's aus. Sehr gut. So. Vielen Dank, vielen Dank. Sehr gerne. Ja, freut mich, dass du mal wieder bei uns zu Gast bist. Ganz meinerseits. Du hast im Moment keine Stromberg-Frisur, das heißt, es wird Stromberg... gerade nicht gedreht. Aber ich lasse quasi in diesem Moment wieder wachsen. Ah, okay. Ja, weil wir kurz davor sind mit den Dreharbeiten zur 5. Staffel. Ja. Und die wird dann im, halte ich fest, Herbst nächsten Jahres auf ProSieben ausgestrahlt. Ja. Und dann sieht's eigentlich, das darf ich hier exklusiv bei... Wie heißt die Sendung? TV Total. Ja. Mitteilen, es sieht mit einem Kinofilm auch ganz gut aus. Ja. Freut euch ja wahnsinnig. Ein Stromberg-Kinofilm. Muss aber noch gedreht werden. Ja. Es gibt auch noch keine Bücher. Ah, okay. Und finanziert ist es auch noch nicht. Sehr gut. Ja, aber du hast bei einer der schönsten. Fernsehserien der Welt mitgespielt. Tom und Jerry. Ja. Bei Traumschiff? Ja. Ja. Was hast du da gespielt? Wann kommt die Folge am 1.1.2011, 2015 im ZDF. Ja. Was hast du gespielt dort im Traumschiff? Ich weiß es nicht mehr. Es ist nicht der Rede wert. Ich habe einen treu sorgenden, liebevollen Familienvater gespielt. Also so das Übliche. Ja. Ja. Paar kommt aufs Schiff, hat Drama, 90 Minuten sind vorbei. Alle freuen sich wieder, die beiden versinken wieder in Leidenschaft und die Kamera schwenkt weg. Und darüber dann der Zuckerguss vom Traumschiff. Aber das soll jetzt alles gar nicht so hämisch klingen, es war eine fantastische Zeit und ich würde es immer wieder machen. Ich musste... Bitte? Bitte? Nein, nein, du. Nein, nein. Nein, ich wollte dich nicht unterbrechen. Na, bitte, Stefan. Bitte. Wenn mich einer unterbricht, dann du. Dann du. Ja. Ja. wo wurde gedreht? Auf dem Traumschiff. Ja. Was? Skandinavien? Nein, ist die im Studio. Im Studio, vor Bluescreen. Die haben ja kein Geld mehr. Die haben das alles im Studio. Ja. Ich war 6 Wochen war ich da auf dem Bavaria-Gelände. Und na, wir waren auf Bora Bora. Oh! Ja. Bora Bora, hey. Kennst du das? Von Toni Marshall. Von Toni Marshall. Hast du das geschrieben? Bora, selbstverständlich, ja. Damals, 1960. Und du hast die Zeit genutzt, während du auf dem Traumschiff gedreht hast, hast du die Zeit genutzt, um ein Buch zu schreiben, ja, ein Roman. Weil ich sonst verrückt geworden wäre. Ein Roman? Ja. Also, gerade erst zurück von seinem großen Traumschiff-Dreh auf Bora Bora. Genau. Wann habt ihr das gedreht? Gerade mal ein Jahr her. Ein Jahr ist das ja, schon her? Im Januar. So lange dauert das, bis das ins Fernsehen kommt? Absolut. Ja. Ist das auch ein Krimi? Eine Krimiserie, wird die auch fortgesetzt? Kreuzer, habe ich gesehen, bei die wird ProSieben. Meines Wissens... Hat mir sehr gut gefallen. Hast du es gesehen? Du bist ein toller Kommissar. Dankeschön. Ja. Für mich bist du bist ja unglaublich erfolgreich. Überall, alles, was du machst, ein Buch, ein Hörbuch, ein Traumschiff, ein Stromberg. Hier, das ist die neue Staffel von dir. Das sind alle 4 Staffeln von Stromberg, ja, die es bisher gab. Gibt auch ein Leder. Tolles was? Ach, das hier? Tolles Weihnachtsgeschenk im Leder, im Stromberg-Lederordner. Ja. Schau, ist das nicht toll? Ja.
Ja, ich weiß nicht. Du bist wahrscheinlich der bestgebuchte Schauspieler Deutschlands mittlerweile, nach Veronika Ferres natürlich. Ja, und Iris Berben, das ist richtig. Ja. Manchmal lese ich auch vor, aber nur, wenn man mich lässt. Soll ich mal? Aus deinem neuen Buch, lass uns aber mal kurz muss das ich nicht zeigen. Zwingend, muss das ich ist dein neues Buch? Ja. Erscheint zusammen mit dem Hörbuch am 17.12. im ausgesuchten Fachhandel und auch im Internet Ihres Vertrauens. Genau. Also am Freitag. Ja. Das hat jetzt direkten Bezug zum Traumschiff? Ja, das sind meine Erlebnisse auf dem Traumschiff. Es ist eine Art Tagebuch, aber auch eine Art Roman. Und es ist so passiert, wie ich da schreibe, wie ich da aufgeschrieben habe. Und alles andere, was ich geschrieben habe, hätte genau so gewesen sein können. Während dort gedreht wird, sind da ja auch normale Leute. Es sind ja nicht nur Schauspieler an Bord. Das sind ja ganz normale Passagiere, die das gebucht haben. Teilweise sogar, um bei dem Dreh dabei zu sein. Was heißt denn, dass du findest, dass Schauspieler keine normalen Menschen sind? Na, genau, das soll das heißen. Ja. Okay. Wer hat noch mitgespielt in der Ausgabe? Friedrich von Thun, die Klingschwestern, Maria Sebald, die wir alle noch kennen aus den Wicherts von nebenan. Ach. Ja. Also alles tolle Leute. Also es war das erste Mal, dass ich auf dem Traumschiff war. Und ich persönlich hatte echt Glück mit dem Ensemble. Es waren keine Darstellungsbeamten und irgendwelche Konsonantenpromis oder Soap-Tussis, sondern wunderbare Kolleginnen und Kollegen. So, jetzt liest was aus deinem Buch vor. Jawohl, Stefan. Das wird natürlich alles rausgeschnitten, weil wir schon über der Zeit sind. Köln, 14. Dezember 2009, 17.19 Uhr. Hallo, Christoph, hörst du mich? Wenn hallo Christoph, hörst du mich, bislang alles war, ja. Ja, hier ist deine Agentin. Das ZDF hat angerufen, kannst du absagen, die Zahlen sind zu schlecht. Ja, absagen würde ich auch gerne, aber aus anderen Gründen. Irgendwann solltest du für die aber auch mal arbeiten. Na, was ist es denn, ist Klaus Kleber gestorben? Nee, Rademann. Rademann ist tot, hat angerufen. Wow, Mr. Schwarzwald Klinik himself. Und ich soll Sascha Hehn spielen? Mann, jetzt hör doch mal zu. Hallo? Ich höre zu. Es geht ums Traumschiff. Ich sag doch, sag ab. Ja klar, ich wollte es trotzdem mit dir besprechen. Hör mal, wir haben doch die Abmachung, dass du mich bei Selbstverständlichkeiten nicht anrufen musst. Ja, dann ist ja gut. Alles andere hätte mich auch gewundert. Was verpasse ich denn? Harald Schmidt spielt mit. Jürgen Vogel wird wohl auch dabei sein. Und die Reise geht die komplette südamerikanische Westküste entlang. Mit Panama, Costa Rica, Ecuador, Peru und Chile. Und von da fliegen die in die Südsee nach Bora Bora. Hallo? Sag's zu. Aber ich sag's zu. Du, 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 du. Genau so war's. Genau so war's. Das hast du sozusagen komplett bei deiner Arbeit auf dem Schiff geschrieben. Also im Prinzip ist das noch von ZDF-Gage mitbezahlt, das Buch. Ja, da ist jetzt eh nicht so wahnsinnig viel übrig geblieben. Aber es ist wahr, ich hatte auch genügend Zeit, weil ich hatte in diesen 6 Wochen, die wir da unterwegs waren, Sechs Wochen dauert eine Folge zu drehen? Hatte ich 5. Die drehen eine Folge in 6 Wochen? Das ist richtig, Stefan. Und ich hatte in den 6 Wochen, hatte ich, glaube ich, halte ich fest, 5 Drehtage. Ist das wirklich so? Also, meine Damen und Herren, wenn Sie sich fragen, was mit den Gebühren im öffentlich-rechtlichen Fernsehen angestellt wird, dann... Ja. Nein, aber es war eine fantastische Zeit und ich würde es immer wieder machen. Ja. Ist dann der Produzent selber auch dabei? Wolfgang Rademann. Ich habe nie einen liebenswerteren, charismatischeren und auch eloquenteren Produzenten kennengelernt als Wolfgang Rademann. Eigentlich widme ich dieses komplette Buch ihm, weil er zieht sich wie ein roter Faden durch das komplette Buch. Überhaupt kommen... Ich glaube, er ist bei Schauspielern grundsätzlich sehr, sehr beliebt, weil, wenn man ihn gut kennt und wenn er einen mag, glaube ich, dann braucht man sich um das Auskommen keine Sorgen. Das stimmt, er ist sehr treu und er ist ein väterlicher Freund. Ich wollte ein Kind von ihm, aber er hat sich nicht darauf eingelassen. Ja, ein wunderschönes Buch. Wie fandst du es? Du hast es gelesen. Bitte, das ganze Buch? Ja. Ich hab's gestern Abend an einem Stück verschlungen. Ja? Du hast es mit in deinen Traum. Ja. Es, toll. Deine Nase wächst, ich sehe es genau. Ich habe es ja auch für deine Zielgruppe. Ich warte, bis es auf DVD rauskommt. Nein.
am 1.1. kommt es am Fernsehen. Aber ja, ich habe es auch für deine Zielgruppe, die des Lesens nicht mächtig ist, ja, ja, extra auch noch als Hörbuch aufgenommen. Wunderschön. Hast du selber gesprochen, das ganze Buch oder nur Teile davon? Nee, ich habe es, ist eine ungekürzte, autorisierte Autorenlesung. Na, Wahnsinn. Ja. Dann kann Weihnachten ja kommen. Das ist richtig, Stefan. Ja. Das sollte nämlich unter keinem Weihnachtsbaum fehlen. Tschüss! Christoph Maria Herbst!